up, Leute, ist schon vorbei. Sehr amazing, breezy. Again and again and again and again and again and again. So, heute machen wir ein Tutorial, ein Afro-Step. Der hat eigentlich keinen Namen, aber es ist ein Step, was meiner Meinung nach richtig geil ist. Der auf fast jedes Lied passt, aber der aber nicht so oft benutzt, weil der halt, der wird halt nicht hochgepusht von Plattformen oder von anderen Tänzern. Okay. Den Schritt habe ich halt auch schon in meiner Kindheit gemacht oder halt im Fernseher auch von anderen Leuten. Das ist halt ein Schritt, was man so Afro-Musik einfach macht auf Gefühle und so, okay? Und der Schritt ist richtig gut. Der Schritt hat sich sogar ein bisschen entwickelt. Leute haben das halt, haben sich davon inspirieren gelassen und dann haben wir auch so andere Schritte so gemacht. Es hat ein berühmter Olympiater, so Athlete, das gemacht, als der gewohnt hat, da hat dann den Schritt gemacht. Wenn ich das Video oder ein GIF davon habe, dann will ich das halt irgendwo hier. Ja, okay. Gut, so. Der Schritt ist sehr einfach, okay? Der Schritt, wenn ich das gleich mache, also. Okay, so ist halt der Schritt. Es gibt ganz viele Variationen und wie gesagt, es gibt viele Schritte, die sich von dieser Schritt inspirieren gelassen haben, also die da rauskommen, okay, die rausstammen. Okay. Zum Beispiel der eine Schritt hier. Oder halt Buddha in sich ist Buddha. Das hier ist der komplette Buddha, aber irgendwann habt ihr dann nur das hier gesehen. Okay, das war noch halt, als dieses Style War davon berühmt gemacht wurde. Okay, ja, es gibt noch ganz viele andere Schritte, aber mir fällt das gerade nicht ein. Es geht einfach darum zu viben, okay? Man ist immer am Bouncen ein bisschen, entweder linker Fuß oder rechter Fuß, okay? Ihr kennt da auch von Hip-Hop den Bounce, man geht immer so runter und damit kommt man dieses Widerstand vom Boden, dann kommt man wieder hoch, okay? Es ist dann sehr wichtig, dass ihr das macht. Bam, bam, bam. Und jetzt nur die Arme auch in den gleichen Rhythmus wie die Beine, wie die Beine. 3 oder 4 mal 5. Ihr tippt einfach hier 3 mal, okay? Von links nach rechts. 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Jetzt mit der linken Fuß am Tippen. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Und jetzt könnt ihr auch Arme dazu addieren, als würdet ihr so richtig so eine Gitarre in den Arm haben und dann 3 mal so dran spielen. Und 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, und 1, 2, 3, und 1, 2, 3. Und ihr merkt meine Beine, ich gehe mit. Okay? Immer beim Bouncen laufen. Okay, und. Okay, es ist ein bisschen einfach noch. Und laufen und zurück. Und dabei bleibe ich in den Bounce. Okay, ich mag das in einem anderen Tutorial. Okay, ich zeige euch die richtige Grundlage nochmal von Afro. Okay, mit dem Bounce. Da, da, da. Und dann ein Schritt kommen. Da, 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 und da, 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 3 Punkte und das war's, okay? Der Schritt hat in sich, der originale Schritt davon, hat in sich keinen Namen. Das ist halt ein Schritt, man macht das auf Vibe, okay? Wenn die Musik kommt, okay, wie gesagt, und die anderen haben halt, wurde halt benannt, so genannt, und ja. Ich werde das auf jeden Fall auch machen als Tutorial, okay? Und das war halt so ein Zwischenstep für euch, damit ihr halt so einen geheimen Step haben, was andere Leute nicht kennen, okay? Ja, das für euch, aber teilt gerne das Video, okay?
Ja. So. Ja, wir sind am Ende. Falls ich das nochmal erklären soll, auf Englisch oder Französisch, sag Bescheid in den Kommentar drunter. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Video, wo ich bestimmt Suck Up mache. Oder Bruder. Beweis. What's your boy is amazing, Greasy. I'm out.